Akte, ich glaube, sie hat die Nummer 9 oder 10 vor, wo der umgekehrte Fall ist, wo mein Dezernat einen solchen Verteiler aufweist und links... Leave the Verteiler and the Dezernat. I speak of the contents of this document. Is it correct that in the chief examination you said exactly the contrary, that it was most unusual to address you in this way? Das ist ebenso richtig, denn es wurde in der Praxis nicht, ja, und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Nein, nein, Herr Generalstaatsanwalt, sondern in der Praxis sehen die Fälle anders aus, als wie wenn ich einen einzigen Vorgang herausziehe. Ja. Es ist so, wie ich sagte, in allen Zentralinstanzen üblich gewesen. Es war ja die Vorschrift, nicht nur im Reichssicherheitshauptamt und im Auswärtigen Amt. האם מבינות היא נכון שהמשפחה הראשון הוא שזה... לא, לא, לפני, הראשון לגמרי. מה? הראשון לגמרי בכל הסדרה הזאת. לא, למעשה היה זה באמת דבר בלתי רגיל. No, in fact it was something quite exceptional, because the documents usually were presented by one authority to the other for joint signing. And this, in accordance with the plan for the distribution of... ...for joint signing. And this, in accordance with the plan for the distribution of such documents, the list of distribution, it was customary that every department had to do it, and the central instances had to do the same. For instance, there is a document here, number 9 or 10, and there it is the other way around. My department drew up a document which had a list of distribution here on the left side, and there on the left side it says, and in reply to the Attorney General, yes, that is true as well, because in fact... How is it correct? Black and white at the same time? No, it was different. It was one letter, and this was customary in all offices, not only in the Foreign Ministry. Official interpreter correcting the previous translation. True, this is an exceptional case because usually each and every letter of that kind was jointly signed, but here is a letter where they did not apply this rule. This should have been a customary procedure in all offices, not only in the Foreign Ministry. President of Court, go ahead, sir. The agreement between Beller and Daneker for the deportation of Jews from Hungary was made after Daneker received from you a confirmation on the telephone to enter into this agreement, correct? Das Nähere muss sich aus den Akten ergeben. Was die Akten besagen, das stimmt. Ich selber weiß es auf Anhieb nicht. Ich weiß nur, was ich hier aus den Akten über diesen Fall Bulgarien gelesen habe. The details will certainly transpire from the documents. Whatever the documents say is correct. I myself do not recall much about it. But the documents reflect the true situation. In fact, this was the result of a meeting between Müller and Luther. That's what one gathers from the document.
But Daneker spoke to you, correct? You gave him a confirmation to enter into this agreement with Bella. This was not a daily occurrence that a contract was being drawn up to deport Jews. This was unusual. How is it that you cannot remember? Ich kann mich auch beispielsweise an das Antonescu-Abkommen, Übereinkommen nicht entsinnen. Das habe ich hier im Aktenstudium entgegengenommen. Aber, for instance, I could not remember the Antonescu agreement either. I only gathered this from my study of the documents here. Is there an Adolf Eichmann without documents? Adolf Eichmann and 1600 documents of which Bureau 06 succeeded in collecting. Wenn ich genaue Auskunft geben muss, Herr Präsident, Dr. diese Fragen sind eigentlich keine Fragen zur Sache und zur Aufklärung des Sachverhalts. Und ich bitte doch, den Ankläger zu veranlassen, Fragen zur Sache zu stellen und nicht Dinge zu bringen, die eigentlich nur am Rande liegen und nachher Beurteilung des Plädoyers sein sollten. Dr. Servatius. Your Honor, President of Court, these questions are not to the point and not for the clarification of facts. May I ask the court to ask the prosecution to put questions to the point? President of Court, we do not believe that these questions are beyond the scope of a normal cross-examination. Ich bin hier gezwungen, genaue und wahrheitsgemäße Auskunft zu geben. Das ist auch mein Wille. I have to give clear and accurate answers here, and it is my desire to do so. Die Sachen vortragen wollte, dann würde das zustande kommen, was in den 6 Bänden meines Verhörs ist. Das ist zum großen Teil völlig richtig. Aber ich habe hier versucht zu rekonstruieren. Heute, nach dem Aktenstudium, bin ich selbstverständlich in der Lage, die Dinge ganz anders zu schildern. Und ich wundere mich selbst, wenn ich mal eine Stelle in diesem Verhör lese, wie tölpelhaft und zusammengestottert. Sie selber sagten es einmal, Herr Generalstaatsanwalt, und ich gebe Ihnen völlig recht, ich die Sache damals von mir gegeben habe. Mangels Sachkenntnis aus Gründen der nicht vorhandenen Erinnerung. Es ist sehr schwer, in dieser ungeheuren Materie sich durchschwimmend zurechtzufinden. Und ich darf noch einmal sagen, ich dürfte es ja gar nicht wagen, bei dieser ungeheuren Materie überhaupt nur den Versuch einer bewussten Unwahrheit zu machen. Ich würde ja sofort über mich selbst stolpern. If I had tried to present these matters from memory here, it would happen here more or less the same as happened in these 6 volumes of my statement to Police Bureau 06. There I said more or less, I spoke more or less correctly, but these were matters which were reconstructed. I did not have the files. And without having the files at my disposal, that's all I could do. And then in the police interrogation, it came out more than once, as you have pointed out, Mr. Attorney General, sir, that there was a reply which was very faltering and I stuttered and so on. And this was because I did not have the documents. This is the only way it can come out when I rely only on my memory. It's very difficult to swim in this huge ocean of documents, and I would never venture to say anything which is only from my own knowledge without referring to the material, because otherwise I would just fall over my own heels, as it were. Yes, this is what you're doing all the time. You do not remember a contract in regard to Bulgaria between Daneker and Bella. You sent Daneker to Bulgaria, correct?
Das ist es ja. Ich habe ihn nicht hingeschickt, sondern Dannecker ist aufgrund eines Übereinkommens zwischen Müller und Luther nach Bulgarien gegangen. Das steht hier in dem Briefwechsel drin. Und es ist klar, dass Dannecker die grundsätzlichen Weisungen vor seiner Abreise nach Bulgarien bezogen hat und nach diesen Weisungen in Bulgarien verfahren ist. Am Ende stand eben dann so ein Übereinkommen zwischen ihm und dem Judenkommissar Belew. Das ist sachlich richtig. That's it. I did not send Dannecker. Dannecker had some kind of agreement with Luther before he went to Bulgaria, and it says in the correspondence that Dannecker received instructions before his departure to Bulgaria, and there in Bulgaria he acted according to these instructions, and eventually he reached this agreement with the Jewish Affairs Commissar Belev. This is substantially correct. He got his orders from you. Das ist noch gar nicht raus, Herr Generalstaatsanwalt, ob er die von mir bekommen hat, ob ich sie überhaupt von Müller bekommen habe zur Weitergabe und ob Dannecker sie nicht direkt bekommen hat. This has not been made clear at all, Mr. Attorney General, sir, whether he received his instructions from me or from someone else. Help me verify this fact. Help me. Did he receive the orders from you or not? I am asking you. Selbstverständlich bin ich auch befasst gewesen damit. Ich kann mich durchaus nicht rausziehen an der ganzen Angelegenheit. Aber das ist nicht im Fall Bulgarien alleine, sondern das muss ich für all diese Fälle feststellen. Obviously, naturally I was also involved in these matters. I could not try to reject this and extricate myself from it. It was not only with regard to Bulgaria, but other countries as well. Had you given this answer 15 minutes ago, we would have saved valuable time. Look now at T739. See what it says. That further to a telephone conversation with you, Dannecker drew up this famous contract. Correct? Now, since you see this document, can you remember this telephone conversation between Sofia and Berlin? Diese fernmündliche Besprechung kann gar nichts anders gegangen sein als die Mitteilung von Dannecker, dass das Übereinkommen mit Belew perfektioniert ist. Und daraufhin wird zweifellos, und das ist ja förmlich zwangsläufig, werde ich gesagt haben, dann einsenden dieser Übereinkunft. Das entnehme ich aus diesem Schreiben. You gave your okay that he can sign the contract. Es steht nicht drin, dass die Bestätigung erteilt worden ist. Dazu wäre ich auch nicht befugt und bevollmächtigt gewesen zu tun. This long-distance telephone conversation could have had no other contents but Dannecker's statement that he had in fact reached this agreement with Belev, and then I must have replied, there could have been nothing else. All right, then send the agreement along to Berlin. No, this was the answer. This is not a confirmation of the contract. I have no jurisdiction. When you received this contract, did it satisfy you? Als ich das Übereinkommen erhielt, ist das wie üblich auf dem Dienstweg nach oben gegangen und sicherlich war es zufriedenstellend. Nicht nach oben. Your opinion. Did you at the time think this as an achievement or that Dannecker was a worthless man and you could have had better conditions? Nein, ich kann mir vorstellen, dass ich dienstlich zufrieden gewesen bin
Und wenn zwar meine Zufriedenheit hier keinen Einfluss auf die Dinge gehabt hat, denn es kam darauf an, ob der Amtschef 4 und der Chef der Sicherheitspolizei des SD zufrieden sind. When I received this agreement, I must have sent it on to the superior authorities. And in reply to the question by the Attorney General, no, I suppose that from strictly the service point of view, I was satisfied, but this had no influence on the developments, whether I was satisfied or not. The question is, to what extent were the chief of my bureau and the chief of the security police and the SD happy about this? There was a paragraph in this agreement according to which Bulgaria undertook never to demand the return of the Jews handed over to the Reich. Why this paragraph? What was the reason? Dieser Grund wurde von oben generell angeordnet zu irgendeiner Zeit, als es mit irgendeinem Land Schwierigkeiten gab. Ich weiß aber nicht mehr, mit welchem Land. This clause was inserted because of general orders from above, and this dated back to a previous case with another country where some difficulties arose. I am not speaking of any country or any possible difficulties. I am referring to the contract with Bulgaria, the one signed by Danica. Why paragraph 8? The document is T938. You drew up a contract in regard to Jews as sheep taken to the slaughter. 70,000 Jews. I want to know why. Wenn ich unbedingt eine Antwort geben muss, ja, dann werde ich versuchen, das zu rekonstruieren. Ob es wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, denn ich kann mich auf diese Dinge nicht entsinnen. If I must reply to this under all conditions, yes, you must reply. Then I'll try to reconstruct these matters. I'm not sure whether this will be a correct picture, because I do not recollect all of it. Good, according to your memory. Kann dieser Punkt nichts anderes bedeuten, als dass seitens der verantwortlichen Stellen im Reich Wert darauf gelegt wurde, keinen Juden, der mal aus irgendeinem Land, in diesem Fall Bulgarien, deportiert ist, wieder zurückkommen zu lassen, um etwa zu erzählen, was er erlebt und gesehen hat. Das ist die Antwort, die ich darauf geben kann. Ich weiß sie jedoch nicht aus Erinnerung, ich habe sie hier konstruiert. Maybe because you knew that these Jews are sent to extermination camps and that not one of them can be returned? And you have ensured yourself in regard to the Bulgarians in advance not to return the Jews? Ich darf noch einmal betonen, dass ich solche Anordnungen nie von mir aus getroffen habe. Ich darf aber bemerken, dass ich um diese Zeit auch gewusst habe, dass ein Teil der Juden vernichtet wird. Das habe ich aber an anderer Stelle schon längst zugegeben. This point can have no other explanation, I believe, than that the appropriate authorities in the Reich were interested that not a single deported Jew be permitted to return to that original country, Bulgaria in this case, so that he could not report what his experiences had been and what he had seen with his own eyes. This is my reply to this point, but I must again say it is not on the basis of my recollection, it is a reconstruction which I made. And in reply to the second question by the Attorney General, I wish to stress that I did not give these instructions
But it is of course true that I had known at the time that one part of these Jews were being exterminated, but I have admitted this before. I have admitted this a long time ago. I have admitted this längst. An anderen Stellen meinen Sie hier in Ihrer Aussage, ja? Bitte? An anderen Stellen haben Sie das zugegeben. Sie meinen hier an anderen Stellen in Ihrer Aussage. Hier, jawohl, in meiner Aussage. Mokomot acherim beeduti. I have admitted in other places in my statements and testimony. Now let us take up another document. You are so attached to the documents. Here, T874, the famous letter by Benzler, with a remark by Rademacher, Eichmann proposes shooting, to kill by shooting. You always said documents speak clearly. Everything can be inferred from documents. Here you have a document. Jawohl, es stimmt auch, dass Dokumente eine klare Sprache sprechen. Es kommt natürlich darauf an, dass der Bearbeiter nicht ein schlampiger Bearbeiter ist, sondern ein ordentlicher Beamter, ein ordentlicher und akkurater Aktenbearbeiter. Es ist dies nicht das einzige Dokument, das Rademacher in dieser schlampigen Form absetzt, sondern ich habe deren einige gesammelt und kann die Fehler angeben. Dazu darf ich bemerken, dass ich es ja sehr leicht hätte haben können, wenn ich mir lediglich den Inhalt der Aussage von Rademacher in Nürnberg zu eigen gemacht hätte. Aber auch diese habe ich nicht gebraucht, weil es den Tatsachen nicht entspricht und weil die Sinnwidrigkeit dieses Vermerkes aus der Erklärung, die ich gegeben habe, alleine schon herausgeht. Und außerdem, ich stehe unter Eid, wird es auch noch wiegen, wenn ich sage, dass ich solch eine Erklärung nie gegeben habe. Und die Tatsache der Erschießung dann, durch wen und wie, das beweist ein Übriges. Yes, it is true that the documents speak a clear language. But the assumption is that this would be a document drawn up by someone who is not a sloppy bureaucrat, but a good office man, a punctual and precise bureaucrat. Rademacher was known to be a sloppy bureaucrat, and I've pointed to a series of documents which shows this. May I add and remark that it would have been very easy for me to accept the contents of Rademacher's testimony at Nuremberg and to adopt this, but his testimony at that time is not in accordance with the facts, and the contents of this memorandum here shows clearly what the explanation is. Moreover, I am under oath here, I am testifying under oath, and I shall go on doing this, and I state solemnly that I did not make that statement which is here attributed to me. It can be proved why these people were shot, by whom and how. Whose handwriting are these words in? Ich denke, dass die in der Handschrift von Rademacher sind. I believe it is Rademacher's handwriting. Did Rademacher have any reason in the world to write on an official letter received from the ambassador
these words which he attributes to you, why should he do it? There is no court at Nuremberg. He is not asked to answer for his deeds during the work at the time. Why should he write down this remark? Oh ja, gerade das musste er machen, denn ein Weizsäcker selber war es gewesen, der sich die Herren, seine Herren im Auswärtigen Amt vorknöpfte und sie gewissermaßen zur Raison brachte, weil sie mit ihren Ausdrucksweisen und Vorschlägen zu weit gegangen sind. Und ich sagte schon, hier ist nichts naheliegender, als dass Rademacher die Akten korrigiert hat. Es ist nicht die erste Aktenkorrektur. Wann hat er sie korrigiert? Das weiß ich nicht, jedenfalls um die Zeit sicherlich, als Weizsäcker hier seine Leute zur Raison gebracht hat. Und Aktenkorrekturen in Behörden ist in keinem Land etwas Neues. Dazu kommt ferner, wenn ich die Macht gehabt hätte und hätte eine solche Anordnung treffen können, dann frage ich mich, wieso hat denn dann und warum hat denn haben dann die Stellen des Auswärtigen Amtes trotzdem und unabhängig davon noch solchen Wert drauf gelegt, mit Heydrich die ganze Angelegenheit zu besprechen. Und warum werde ich nicht genannt in den Angelegenheiten, die sich dann in Serbien abspielten, als diese 1200 Juden wirklich erschossen wurden durch die Wehrmacht? Alles das, glaube ich, sind Beweise, dass ich, hier werde ich genannt, ist es richtig. Sonst habe ich in dem ganzen umfangreichen Aktenpaket, das aus vielen, vielen Akten besteht, werde ich mit keiner Wimper genannt, es sei denn ein einziges Mal, dass ich nach Serbien geschickt werden soll. Und selbst das wird rückgängig gemacht. Ken. Yes. He had to do that. He had to write that. Because the Secretary of State, Weizsäcker, reprimanded his people at the Foreign Ministry. He buttoned them up and he told them to explain their acts. He took them to task for having gone too far. This is very plausible and logical. Therefore, Rademacher took the file retroactively. When was that? When? I don't know when, I suppose, after having learned that Weizsäcker was not happy about the measures taken by these gentlemen from the Foreign Ministry. Retroactive corrections in the files, this happens every day in all countries. This is nothing new. That's how I understand it. Otherwise, why would the Foreign Ministry have to insist on having direct discussions with Heydrich about this? And why is my name never mentioned here when these 1,200 people are then shot by the Wehrmacht in Serbia? My name is not mentioned in any other place in all of these documents. All of this shows, yes, my name is mentioned only in this document, but it does not appear anywhere else in this entire complex of documents and memoranda. Only once, when this is a question of... Yes, later I was supposed to have been sent to Serbia, but even that was cancelled. So let us leave this a list of questions. I know you know the answers. I will put one question to you. Had this been a forgery, then Rademacher put himself in danger that by a simple telephone call, Weizsäcker would have discovered that this is not correct, that Eichmann did not suggest to kill by shooting, correct? Das stimmt, es fragt sich nur, wann er diese Notiz gemacht hat. Und ich darf darauf hinweisen, dass seine eigene Aussage in Nürnberg bezüglich dieses Telefonats ganz anders lautet, als wir sie hier Er war überrascht, zu hören, das Wort erschießen.
And you put the receiver down. Nein, er hat hier einen ganz anderen Grund in Nürnberg angegeben, wie er ihn hier angibt. Legabei ha'atza'a shelcha. In connection with your proposition to kill the Serbian Jews by shooting, this is what he said. He was surprised and asked you once again, you said a shisen and closed the telephone, hang up. You try to say that he endangers himself, that he can be discovered by a simple telephone call. Ich behaupte darüber, ich sage darüber hinaus, dass ich, obwohl es mir bewusst ist, dass ich unter Eid stehe, sage, ich habe nichts derartiges gesagt, mit keinem einzigen Wort. So, Rademacher is telling a lie. We shall add him to the list of liars. We already have a long list. Mildner, Rademacher as well, all right. We shall add his name to those who lie and forge. Es wird vielleicht noch eine Aktennotiz handschriftlicher Art von Rademacher in Erscheinung treten, wo er etwas behauptet, was durch ein Besprechungsprotokoll glatt widerlegt wird. Ja. I cannot bring Rademacher to the witness box. He is in one of the neighboring countries, as far as I know. It is true, but the question is, when was this notation made? At Nuremberg, Rademacher spoke altogether differently about this memorandum, about this notation, than what is being claimed here. And in reply to the question by the Attorney General, no, he gave a different reason at Nuremberg than what he says here. Additional reply. And I say more than that. And this is although I know that I am testifying under oath here, I repeat and I say I never said these things, not even in one word did I ever say this. Maybe another notation from Rademacher will turn up here, and that one also can be proved as being in deviation from the truth. There is also a record of a meeting which refutes that second notation by Rademacher. Auf mich nehmen würde, wenn Sie auf Wahrheit beruhen. May I add in conclusion that I would accept responsibility for this without batting an eyelid if it were correct. Yes, of this I am quite sure and certain. President of Court, tell the accused that these general remarks add nothing to his testimony. Once or twice, but we hear this repeatedly. The accused rising and saying, Jawohl. Judge Halevi, you mean to say that this forgery was made after the war? You maintain that Rademacher forged this during the Nuremberg period? Nein, das muss schon viel früher sein. Denn ich habe keine Beweise dafür. Aber wenn ich habe mir die Mühe gemacht und habe den gesamten Vermerk analysiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Vermerk während des Telefonates unmöglich gemacht worden sein kann. General Levy, you argue that this was made a few days later. This is what I understood when you answered to the chief examination questions. Einige Tage darauf geschah, als im Auswärtigen Amt der große Krach losging bezüglich des Vorbeinehmens der Leute. General Levy. This was the question by the Attorney General. It was easy a few days later to ring your office and verify the truth.
So he was putting himself in danger, as you were told by the Attorney General. Your answer was, it depends when the forgery was made. Judge Halevi, then I understood that this forgery was made a year ago.